Sagt ihr mal kurz was, hört ihr mich? Ja, sehr gut. Ist gut, da? Ganz Also, gut. dann zeige ich euch einmal eine Kleinigkeit, ich übertrage einmal meinen Bildschirm. Da gehen wir mal ganz, ganz kurz da rein. Die Gravitation schauen wir uns an. Schau, wenn mir jetzt das Wort, einfach mal das lateinische Wort Gravitation heißt, ich jetzt erst einmal Schwere. Okay? Ja. Und jetzt ist es so, dass wenn man das Gra jetzt mal im Lateinischen eingibt, wird das schon ganz interessant. Da ist Gra Pataridus. Ich fange nur mit Gra an. Das ist Verfertiger von Ruhebett, ein kleines Ruhebett. Da kommst du jetzt erst einmal schon in ein Ruhebett. Da lacht dich vorne das Grab schon an. Die ersten drei Buchstaben. Siehst du das? Wenn du ins Grab gelegt wirst. Könnt ihr folgen? Ja. Das ist also zuerst einmal, das Grab ist ein Ruhebett und in der Gravitation, das Wieder heißt ja Leben. Das lateinische Wort Wieder. Das ist das Leben. Ich mache jetzt das ganz kurz immer dran denken. Ich habe jetzt kein Problem, ein 400-Seiten-Buch draus zu machen. Ja. Jetzt können wir natürlich das Gra natürlich auch hebraisieren. Da machen wir jetzt einfach mal GR, ist ja der Reisende. Das heißt erst einmal fremd. Fremd, und dann haben wir hier diesen Reisenden, der in der Fremde übernachtet. Da machen wir jetzt hier ein H hin, dann das sprechen wir jetzt einmal GRH aus, Gra. Dann kriegst du wieder Coin. Das ist also wiedergekäutes. Das, was du wiederkäust, weil du es noch nicht verdaut hast, du käust ständig deine selbe Scheiße wieder, diese Einseitigkeiten anzustreben. Ich mache jetzt nur einige elementare Sachen. Es ist natürlich bei der Gravitation, kommen wir mal nochmal ganz kurz her. Wir wissen ja, dass das V auch gleich das B ist im Hebräischen. Beschwerlich, du hast jetzt schon die Beschwerlichkeit mit Umständen, ungern Umstände, die du ungern hast, die um dich rumstehen. Jetzt kriegst du Gravatio, das ist die Beschwerde. Du fängst an, dich laufen. Das heißt Beschin. Die Borali Logik ist immer ein Werde. Doppelt aufgespanntes, erwecktes Wissen. Seid ihr dabei? Die alten Hudo-Feeling-Menschen. Drum Gravedo ist jetzt die Schwere, was auch schwanger sein heißt. Du gehst mit irgendetwas schwanger und es wiegt in dir schwer. Dann kommt man hier zu diesem schönen Wort. Das ist jetzt der üble Geist, blau gelesen, dein Gehirn wird zum Ruf, die vier Welt gegen. Das fängt dann irgendwann einmal die zu stinken an. Udo sagte mir, ich kann dir nur die Nase 2 cm über das halten, was stinkt. Wenn du dann immer noch nicht weißt, was stinkt, kannst du nicht Jetzt wirst du ganz leiser. anders. Bin ich noch da? Ja, jetzt wieder. Ist gut. Schauen, Gravidus haben jetzt das Schwangersein trächtig, das Schwangersein von dir. Da hast du übrigens dann die Tracht. Die Tracht, DR8 ist die Reihe. Ist immer die weibliche 8. Okay? Ja, Udo, warte mal, ich glaube, ich muss erst eine Brille haben. Ich habe so noch mehr. Das ist also, wenn wir hier das jetzt durchspielen, in allen Variationen, mit dem Graf und mit dem Grab, ins Grab gelegt. Mal hier wieder das runter. Das sind also diese vielen Kleinigkeiten, dass hier die Schwere, das Schwer, Schinwaff übrigens. Wenn man dieses Schinwaff heißt, ja logisch doppelt aufgespannt. Und dann kommt, ich mag es mal anders. Ich habe immer so viele Gedanken gleichzeitig in mir. Bleiben wir mal ganz einfach bei dem Gravitation. V ist ja auch gleich B. Gravitus, was du jetzt sagst, in ein Ruhebett reinlegt. Das ist ein Grab. B und V kann man austauschen. Jetzt haben wir wieder, heißt ja Leben. Leben heißt auseinandergeschmissene polare Existenz. Wenn wir wieder das V jetzt zum B machen, dann haben wir ja B. Das heißt, in mir ist GA eine erscheinende Schöpfung und da wissen wir ja mittlerweile, das heißt der Wachraum. Das heißt, in mir ist ein Wachraum. Das ist ein Traum. Du liegst zurzeit in dem Grab und was ich versuche, dass du wieder auferstehst. Von den Toten, von den so vielen wieder auferstanden, aufstehen heißt hier eine Ehe machen mit diesem Bewusstsein, das immer ist, SD rot gelesen. Das heißt, auferstehen heißt von der longitudinalen, von der zeitgleichen Sichtweise sich transversal drehen, was ich so oft erklärt habe, das ist die Auferstehung, dass du von Ani zu Anobi wirst.
Ja. Das du ja schon bist. Das ist jetzt das Verrückte. Ich sage, du kannst nicht etwas werden, was du im Meer bist, wenn du immer bist. Und du bist immer. Du, der du mich jetzt sprechen hörst, du bist immer, ob du das glauben willst oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Darum habe ich mehrere Male in einer gewissen Strenge dich darauf hingewiesen. Ich versichere dir, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst, was ich dir sage. Wenn ich mir schon die Mühe mache, dass ich jetzt dich als Brüssel auftauche. Ja. Und du hast nichts zu tun, außer einverstanden zu sein. Mit allem. Auch mit deinen ganzen Marotten, die du in deiner Rolle spielst. Was das ist das für ein Schauspieler, der auf der Bühne einen Mörder spielt und will das nicht spielen? Ja. Es muss dir klar sein, wenn du in eine Rolle gehst, dass du die Rolle und die Regieanweisungen, den Drehbuch, dass du das so zu spielen hast, wie dir das vorgeschrieben ist. Es gibt dann natürlich auch wieder andere Variationen, aber lass mal das einfach mal so stehen. Du hast jetzt die Rolle von ihm zu spielen, der du jetzt zu sein glaubst, der jetzt vom Computer sitzt. Der bist du aber nicht. Das ist bloß deine Rolle. Du bist der, der das erlebt. Natürlich durch diese Filter des Intellekts, den du zum Denken benutzt, den du bisher meine Meinung genannt hast, das aber nur eine Anderung ist. Das ist ein Schwamminhalt. Das zu durchschauen, darum geht es. Ja. Mehr ist es nicht. Und das passiert von alleine wie das Altwerninge. Jetzt können wir da lang und breit hier die Gravitation, die Schwere, die Schwangerschaft, du gehst schwanger mit einem Glauben. Das ist, was ich immer sage, der Schwamminhalt, das ist wie du wurdest geschwängert von einem gewissen Umfeld. Das ist immer die Beispiele, wo ich auch keine Feindbilder mache, ob mir jetzt in die Mode, modern, ist modern, es ist eine unterliegt einer ständigen Verwandlung. Wenn ich jetzt immer wieder sage, jetzt in einem gewissen Alter, wenn wir in die 80er Jahre gehen, ich wiederhole das nochmal, oder machen wir Mitte der 70er Jahre, machen wir gleich der Holger dazu. Wenn wir Mitte der 70er Jahre zum Beispiel reingehen, dass ich immer wieder schaue, ich habe zwei Mädels da, Holger. Hey, super, guten Morgen. Wenn wir Mitte der 70er Jahre gehen, wenn ich das wiederhole, dann hast du einen anderen Schwamminhalt, wenn du in der Phase groß wirst. Dann wirst du ganz andere Sachen schön empfinden wie jetzt. Du wirst halt Mädchen mit Sicherheit kein Zungenbier singen wollen und dir keine mit Tattoos zu pflastern. Du wirst dann nicht mit kaputte Chips gehen. Das ist das, was an klar werden muss, dass wenn ich jetzt, egal wie alt ich bin, wenn du jetzt Geist bist, dass alles, was du schön empfindest, was du richtig empfindest, abhängig war von dem Umfeld, mit dem du dich vollgesogen hast, wo du dich selber geschwängert hast damit. Ja. Weil wenn du das eine am Anfang bist, kannst du dich immer bloß selber schwängern. Du kannst dich auch bloß selbst befruchten. Und das kommt letztendlich aus dir, aus den unendlich vielen Möglichkeiten, die dir zum Denken zur Verfügung stehen, was du aber nie ausnutzt, weil du immer bloß auf den Gleisen deiner Logik, deiner Interessen fährst. Du denkst immer nur, wenn du ins Internet gehst, du holst dir aus Gott neue Informationen, weil du neugierig bist, dann schau mal, wie einseitig du dich informierst, wenn du ins Internet gehst. Schon die Seiten, die du anschaust, die dich interessieren. Was ist mit diesen Milliarden von anderen Seiten, die dich kein bisschen interessieren? Weil dein Programm die komplett rausfiltert. Oder dann vielleicht als böse, schlecht oder falsch definiert. Ein anderes Programm sieht es ganz anders. Ja. Und das ist immer das Wichtige mit Holofeeling. Ich schreib dir nicht vor, was du glauben sollst, sondern ich beschreibe dir, wie viele Möglichkeiten du hättest, deine Informationen und Sichtweisen zu verändern. Du hättest die Freiheit. Wenn du nicht der Zweite wäre, der permanent alles bekämpft, was eigentlich wichtig für dich wäre, für deinen Heilungsprozess. Und wenn es bloß Krankheiten sind. Dein einseitige Vorstellung von Kreisdenken, ständig die Dreiecke bekämpfen, hindert dich dran, auf eine höhere Ebene in die Welt der Kegel aufzusteigen. Der Körper. Jetzt natürlich, Körper muss man jetzt sehr geistreich lesen. Da habe ich auch wieder das Problem, weil der Körper ja zuerst einmal, jetzt muss ich das Bild nochmal schnell übertragen, für die, die es immer noch nicht gecheckt haben. Das hebräische Wort für Körper ist eigentlich den Körper, von dem ich jetzt reden tue. Das ist der Geist von UB. Rot geschrieben. Die Körperschaft
Das ist Geist, ist die verbundene Einheit in der Weisheit. Wenn wir das blau machen, ist es natürlich nur ein Gehirn, der gehört zum Körper und das Gehirn spannt jetzt ein spezielles Wissen auf, das sagt, das ist mein Körper. Das ist blau. Das ist diese ausgedachte Personas, die Maske. Und du bist keine Maske, sondern du bist der Geist hinter der Maske. Die Sprache ist ein Programm, das so genau wird, dass immer wieder dieses ganze Spiel hier, ich habe gerade erklärt, heute mit der Gravitation, die Schwere. Wenn wir das jetzt eingehen, die Gravitation, das ist, wenn man GRA, da wirst du dann merken, die ersten Wörter, die kommen, beginnen dann mit einem B, B ist gleich vor, dann hast du schon das Grab. Und das erste Wort mit Grab, das mit Grab beginnt, mit diesem Buchstaben im Lateinischen, heißt in ein Ruhebett legen. Und gravida, wieder ist es Leben. Du fängst eigentlich dann zu leben an, wenn du dich in das Grab reinlegst. Das ist der träumende Geist. Das symbolisiert den träumenden Geist. Darum ist ja GR ist der Reisende, der in der Fremde übernachtet. Ja, fremd. Ja, ja. Haben du wirst wieder. Dir selbst fremd in dem Moment, wo du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, wirst du dir selbst fremd. Du sagst, das bin ich. Das sind die zwei Seiten. Du sagst, zu was Fremden, zu was ausgedacht, das bin ich und alles andere bin ich nicht. Obwohl du doch immer bist, immer, ich sage immer wieder, der bewusst immer ist und seine Gedankenwellen beobachtet, der wird nicht sagen, der Gedanke, die Welle bin ich und die anderen Gedanken bin ich nicht. So ein wichtiger Satz. Ja. Er wird aber auch nicht sagen, hier, er ist alle Wellen, das weiß er. Ich bin alle Wellen, die mir auftauchen. Das bedeutet Holofeeling, das Gefühl, alles zu sein. Ich bin aber nicht eine dieser, eine bestimmte Wellen von diesen Wellen, sondern ich bin alle Wellen. Ich kann doch als Denker nicht sagen, ich bin der Gedanke Holger oder der Gedanke Udo oder der Gedanke Elisabeth oder wer auch immer. Ich kann aber nicht sagen, dass ich das nicht bin. Das ist zumindest das Gedanken von mir. Das nivelliert jetzt das Ganze auf ein ganz anderes Niveau. Ja. Ja. Man achte auf die Worte. Diese Erkenntnis. Ja, Mädels, gibt es so noch was Wichtiges, was du mir mitteilen wolltest? Ja, unser Treffen in Ellingen, Udo. Das ja. Datum hatte ich dir, das Datum hatte ich dir geschrieben. Ich mache mal, warte mal, ich mache mir, lassen wir es mal gut sein. Vielleicht stellen wir das rein nochmal zum Nachholen und das besprechen wir dann, ohne dass wir da hier. Ach so. Den, der uns jetzt ausdenkt, damit belasten.